Das ist mein neuer Haarschneider, den ich gekauft habe, weil mein Philips kaputt gegangen ist. Versuche ich heute den Remington Pro Power Titanium Ultra Two Cutting Performance, also zweimal so schnell, Lithium Power, 5 Jahre Garantie. Und was mich hier extrem angeblich, der soll einen sehr starken Motor haben. Das hat mich ja bei dem anderen, beim Philips, immer so arg aufgeregt, dass der eigentlich so schwach war. Und wahrscheinlich der Grundig auch zu schwach. Der hat auch viele Features. Den habe ich mir vorgestern bestellt. Und zum selber Haare schneiden. Das ist er jetzt. Remington Pro Power Hair Clipper und zwar HC 7170. Das ist wichtig. Das ist die Nummer. In Folie verschweißt. Also eingesteckt wird es hierüber. Sehr hart zum Einstellen. Das geht ja gar nicht. Ich stelle es wieder zurück. Also ich krieg das nicht eingestellt. Was mache ich falsch? Halten Sie den Kammaufsatz mit den Zinken nach oben, um einen Kamm aufzusetzen. Führen Sie die Kamm in die Öffnung der Oberseite des Haarschneiders ein und schieben Sie ihn nach unten, bis er einen Klick einrastet, um ihn was. Also das ist irgendwie so, und man muss es so kippen. Das ist eine Kippvorrichtung. Und hier muss man runterdrücken, also. Und hier nach unten drücken. Es klemmt halt am Anfang, aber man kann nicht einfach runterdrücken, sondern hier drauf drücken. So. Das heißt noch lange, dass der jetzt da drin ist. Ich krieg's nicht mehr. Oh Mann! Das gibt's doch nicht. Hab endlich mal einen gescheiten Rasierer gefunden.
entweder bin ich zu blöd. So ein Scheiß. Also die Klinge fände ich gut. Aber diese Halterung, also die ist unverwendbar. Nur wenn man fette drauf drückt. Und nur dann geht es auch manchmal nur. Eigentlich für die Klinge gedacht, aber als Elektroingenieur kann ich nur sagen, das ist schon mal hier diese Halterung.
Wir haben jetzt hier 1 bis 21. Also ich kann euch schon mal sagen, mit dieser, bei diesem Remington, der mag ja einen super Motor haben, aber leider muss ich sagen, ist die Bedienung. Ich selbst als Kraftprotz kann die nicht gescheit bedienen. Also das Gerät mag noch so super sein, das werden wir nachher sehen, ich lasse es ja trotzdem da. Aber was mir auch nicht gefällt, ist dieses Polyacryl-Dings, das geht immer kaputt. Und dieser Schlitten an der Seite, den rein und raus zum Kriegen, der ist echt auch blöd. Und wenn ich jetzt natürlich das bedienen will, gut, ich will den ja gar nicht so oft wechseln, aber zum häufig Wechseln ist der, taugt der nichts. Also, das ist, jetzt habe ich Öl reingeleert, jetzt geht es vielleicht ein bisschen besser. Und man muss diesen Clip da unten, diese Wechselwippe da unten, das ist eine Wippe, die muss man auch als Wippe bedienen. Das heißt, die muss man runterdrücken, wenn man Glück hat. Ne? Ihr seht ja selber, ich krieg's ja nicht so nicht nah. Also. Aber vielleicht rasiert er gut, weil ich sehe ja schon wieder aus wie Wolverine, gell? Und hier, das sind natürlich solche Polyacrylteile, die brechen sehr leicht ab. Da ist keine Halterung vorne dran, die das schützt vor dem Abbrecher, die brechen immer ab. Das habe ich bei Philips schon gesehen. Das gleiche gilt hier, die kann man dann nur nachkaufen. Aber vielleicht taugt das Messer was. Ich brauche eh nur diesen Ansatz. Und dann extra so ein kleines Plastikteil dazu. Sehr, sehr schade, weil ich habe mir jetzt von Remington mehr erwartet.